Ich bin gerade so entspannt, als ob ich gekifft hätte. Ich komme vorhin von dem Lauf und richtig krasse Bestzeit wieder gelaufen. Es waren einmal Intervalle, wo meine Schlüsselbeine sind einfach scheiße. Das hier ist operiert. Sieht so ein bisschen jetzt, die kommen jetzt halt so raus, sieht, dass die uneben sind, aber ist ja egal. Habe ich noch einen Titannagel dran. Jeden Fall, ich bin 7,6 Kilometer gelaufen. Und ihr könnt euch jetzt mal ein paar Sekunden überlegen, in welcher Pace das war. Und danach sage ich es euch. Also Minuten pro Kilometer, wenn ihr halt Ahnung davon habt. Ein bisschen. So, und es waren nämlich Intervalle, 5x 1000 Meter und immer 500 Meter Pause, also nicht viel Pause, weil ich mag Pause irgendwie nicht so. Ich will immer, wenn ich was mache, durchziehen. Ja, ich musste mich aber halt mal zu Intervallen aufraffen, nicht ständig mit Tempoläufen oder sowas alles machen. Ja, die Gesamtpace für die 7,6 Kilometer, also wie viel Minuten ich pro Kilometer auf dieser Strecke gebraucht habe oder schnell war an Geschwindigkeit. Das waren 3 Minuten 45. Genau 3 Minuten 45, es waren 28 Minuten 38, die ich gebraucht habe für die 7,6 Kilometer. Und ja, dann hat mir irgendwas im Magen umgedreht. Also eigentlich bei den letzten zwei, drei, ja, bei den letzten zwei Intervallen hat es mir im Magen gegen Ende ziemlich umgedreht. Ich habe aber trotzdem weitergemacht, weil ich wusste, ich habe so fast nichts drin, kann, wenn eh nur Galle rauskommen, wenn ich kotzen muss. Also es war schon hart an der Kotzgrenze. War also schon mehr als ein Tempolauf. Es war auch über der aerob-anaeroben Schwelle, falls das überhaupt möglich ist. Da habe ich schon mal mit etlichen Ausdauersportlern darüber diskutiert, weiß ich nicht. Heute ist da fast ein Tag 23. Übrigens, ja, und die Intervalle, die 5 mal 1000 Intervalle, die waren in der Pace von 3 Minuten 25. Also so schnell bin ich auch in die Intervalle gelaufen. Vor 3 Jahren hatte ich mal, ich glaube auch 5 mal 1000, hatte ich in der 3,45 Pace gelaufen. Und ich bin mir sicher, dass ich die auch über, also diese 3,45 Pace, also ich bin ja die 3,25 für die Intervalle gelaufen, aber eine 3,45 Pace würde ich auch für 10 Kilometer bald durchhalten, denke ich mal. Das wären dann 40 Minuten minus 15 Sekunden mal 10, also 150, 2,5 Minuten, 37,5, das wäre dann auf jeden Fall eine Sub-38, die ich dieses Jahr vorhatte. Ich denke mal, dass ich, ja, ich sage auf jeden Fall mal Sub-38 für ich dieses Jahr laufen. Ich hoffe, dass ich das dann auch im Wettkampf machen werde, sonst kommen spätestens nächstes Jahr Wettkämpfe. Um das dann halt auch wirklich für andere schwarz auf weiß zu haben, damit, ja, ich will ja auch irgendwo andere Leute inspirieren und halt auch skeptische Leute irgendwie nicht die Augen öffnen, da das ist anmaßend, aber halt, ja, doch irgendwo wo zeigen oder halt aufzeigen, was so möglich ist. Ja. Genau, und die 3,25 Pace, wenn man die 5 mal 1 Kilometer durchhält, dann kann man das auch mit entsprechendem Training nach ein paar Wochen auf die kompletten 5 Kilometer durchhalten. Also dafür macht man auch eigentlich die Intervalle, obwohl man, glaube ich, eher 800 Meter Intervalle macht oder so, nur 600 für 5 Kilometer, aber Tausender macht man, gibt es in verschiedenen Trainingsplänen auch, so ein Tausender macht für einen 5 Kilometer Wettkampf als Training. Dann vielleicht auch so 4x 1000 oder 5x 800 oder sowas ist es dann, oder 6x 600. Dann gibt es auch noch 400 Meter Intervalle. Aber 400 Meter Intervalle mache ich eigentlich fast, ja, mache ich eigentlich schon. Aber ich mache die mal als Strides, also ich schweife jetzt ein bisschen ab. Strides sind, wenn man halt langsam, also wenn man immer beschleunigt, also die Geschwindigkeit relativ, ja, doch schon relativ zügig zunimmt, aber man halt nicht direkt sofort lossprintet, in Anführungszeichen. Dass das sozusagen progressiv schneller wird, aber halt schon ziemlich zügig, wenn man halt nur 400 Meter läuft.
Man kann aber auch 1000 Meter Strides machen, glaube ich, oder 800 Meter. Und dann eine Höchstgeschwindigkeit erreicht, die die größte Zeit hält. Ich glaube, dann 200 Meter oder 50% der Strecke und dann halt langsam wieder, relativ langsam, alles nach Gefühl halt, wieder, nicht absinkt, die Geschwindigkeit wieder, ja, scheiße, mir fällt ein Wort nicht ein, absinkendes, abfallendes Geschwindigkeit, ist ja auch egal, also ich mache dann halt nie 400, also Intervalle auf 400 Meter mache ich nie, da mache ich dann immer Strides. Und die mache ich dann halt auch nicht so als Training, so viel, es gibt halt Intervalltraining und dann 400 Meter Intervalle als Training mache ich dann nie. Diese Strides mache ich dann irgendwie bei einem zügigen langen Lauf oder so am Ende noch so drei, vier Stück oder so. Aber halt dann richtig schnell sind die Teile auch. Manchmal mache ich dann auch Sprints. Auf jeden Fall könnte ich das in ein paar Wochen auch auf 5 Kilometer durchhalten. Und ja, das sind 15 Minuten plus 25 Sekunden mal 5, sind 2 sind 17, knapp über 17 Minuten und ja, unter 18 Minuten wollte ich dieses Jahr kommen als Ziel. Steht auch beides noch fest, weil es kann halt auch, bei mir schwankt die Leistung auch, die Leistungsfähigkeit sehr stark. Ich kann die nicht immer abrufen, das sind schon verschiedene Faktoren zusammenkommen. Heute war es irgendwie ziemlich genial. Es war eigentlich ganz gut, wie ich das mit den Säften aufgeteilt habe. Ja, und wenn der Magen sich nicht umgedreht hätte, so ein bisschen, dann hätte ich die Intervalle auch noch schneller laufen können. Ein bisschen, zumindest so 3,20 Pace oder so. Vielleicht auch schon 3,15, ich weiß nicht. Ja, aber ich will es mir trotzdem nicht so hohe Ziele stecken, die doch wieder nicht erreichen, sondern wirklich mal halt was erreichen sozusagen. Und wie gesagt, meine Leistungsfähigkeit ist halt nicht stabil, wie alles bei mir irgendwie. Ja, nicht alles ist auch übertrieben. Und deswegen behalte ich die Ziele, die trotzdem schon relativ hoch sind. Und gucke, dass ich einfach erreiche, aber ich habe auch kein Problem damit, dann trotzdem noch schneller zu laufen. Also ich werde mich dann nicht auf dem Arsch ausruhen, wenn ich sie erreicht habe und dann sagen, ja, jetzt habe ich sie erreicht, das brauche ich nicht mehr machen. Das habe ich die letzten Jahre schon öfter gemacht. Mache ich nicht mehr. Ja, Halbmarathon. Ich habe momentan irgendwie überhaupt keine Lust, lange Läufe zu machen, sondern total Lust auf schnelle Sachen. Dann mache ich das halt so schnell wie geht, weil es so richtig reinknallt, so richtig geil ist irgendwie. Und dann habe ich aber auch nach spätestens 10, 12 Kilometer keinen Bock mehr darauf. Auch nicht irgendwie langsam auszulaufen oder so. Ich laufe immer so ein paar hundert Meter aus, aber nicht viel. Das wollte ich eigentlich nur eben gesagt haben. Also 5 mal 1 Kilometer bei 3,25 Pace und gesamt 7,6 Kilometer bei 3,45 Pace. Bin dann immer so ein 4,30 Pace 500 Meter ausgelaufen, weil ich halt wirklich nicht so die Geduld habe, jetzt noch so ellenlang auszulaufen, also mich auszuruhen da und dann wieder anzufangen. Ich will eigentlich direkt weitermachen. Also damit habe ich mich sozusagen noch warm gehalten, noch einen Schuss gehalten, damit ich dann direkt wieder weitermachen kann. Ja. Ja, ich will es auch nicht zu lange wieder alles in die Länge ziehen. Ich bin so total benebelt irgendwie davon. Naja, bis dann.